Hallöchen ihr Lieben und willkommen zum neuen Wochenvlog. Ja, wir sind wieder unterwegs, wo wir sonst auch immer unterwegs sind, an der Elbe. Und ich will euch jetzt mal zeigen, dass ich nicht gelogen habe. Die haben wirklich Schnee hier angekarrt. Ja, da ist Schnee, da oben ist Schnee und da ist Schnee. Und ich verstehe es immer noch nicht. Ich freue mich gerade sehr. Wie ihr seht, in meinem Kistenlager sind neue Kisten dazugekommen. Das liegt daran, dass mein Planer angekommen ist. Und ich werde mich jetzt sofort ransetzen und die ganzen Versandetiketten schreiben und ausdrucken. Und dann wird heute fleißig, sehr fleißig verpackt. So, es geht los. Das und hier haben wir auch alles voller Planer. Das geht jetzt zur Post. Hallo ihr Lieben, willkommen zum nächsten Tag. Oh, ich sag's euch, heute ist es so warm. Mir ist so warm, ich habe sogar meine Handschuhe ausgezogen. Es ist zwar windig, aber unfassbar warm. Und dort hinten liegt Schnee. Es ist einfach so, ja, so gegensätzlich. Naja, mir blendet es gerade, deswegen gucke ich so komisch. Wir gehen jetzt noch unsere Runde zu Ende und dann gehen wir wieder nach Hause. Und dann arbeite ich noch weiter. Anila süß. Nina, schau. Schau. Fein. Fein. Hallo, willkommen zum nächsten Tag. Heute ist Mittwoch, der Tag vor Weihnachten. Und ich habe mich schon mal mit Maske ausgerüstet, denn für mich geht's gleich los. Ich habe heute tatsächlich noch eine klitzekleine Hochzeit, eine Zwei-Mann-Hochzeit, also quasi nur das Brautpaar. Da muss ich heute noch hin und das erledigen. Und zum Glück ist es wirklich nur Trauung und danach kurz ein paar Fotos im Freien. Ja. Das war's, aber natürlich werde ich die ganze Zeit mit Maske sein. Genau, das muss ich heute noch machen und dann ist vor Weihnachten erstmal Schluss. Ich werde heute besonders darauf achten, Maske zu tragen, Abstand zu halten und alles, was dazugehört, damit dann Weihnachten quasi reibungslos laufen kann. Und dann habe ich es eigentlich auch geschafft. Erstmal die Zeichnung, die ich aktuell mache, musste ich jetzt auch nicht komplett fertig machen. Da habe ich grünes Licht von den Auftraggebern bekommen, dass sie die jetzt doch nicht zu Weihnachten brauchen. Dadurch, dass alle Märkte zu haben, hatten sie jetzt keinen Rahmen und da haben sie gesagt, kann ich mir jetzt Zeit lassen, ist nicht so schlimm. Und das mache ich dann jetzt auch. Und mache mal dieses Jahr ein bisschen entspannt zu Weihnachten, was auch echt gut tut. Das hatte ich schon seit Jahren nicht mehr, dass ich entspannt am letzten Tag vor Weihnachten bin. Naja, genau. Ich melde mich dann später wieder. Übrigens, das war in meinem letzten Adventskalender-Päckchen drin. Ein kleiner Puff. Ja, der Plan war eigentlich, dass ich den vors Bett stelle. Doch mittlerweile steht vor dem Bett etwas anderes. Und jetzt muss ich erstmal gucken, was wir damit machen. Beziehungsweise, ob das jetzt der Thron der Cat wird. Alte, das wurde auch Zeit. Ich verstehe nicht, warum du dafür so lange gebraucht hast. Schande über dich. Ich hoffe, man sieht das dann. Wir sind gerade draußen, da ist ein Eisvogel. Er sitzt auf dem Baum. Ich versuche das dann näher ranzuzoomen. Krass, ich habe in Dresden noch nie einen gesehen. Jetzt ist er weggeflogen. Wie er leuchtet. Wie ist schön. Oh, ist das schön. Das macht er weg. So, da vorne bei dem Holz hatte ich was versteckt. Mal schauen, ob es noch liegt. Und ob das Speckimumpf das findet. Was ist denn? Was ist denn? Okay. Sie weiß gar nicht, wo es ist. Und Schluss. Komm hier.
So, es ist jetzt schon spät am Nachmittag und ich habe jetzt eben gerade diese ganzen Kisten, die von den Planern und allem möglichen Zeug hernieder. Wie siehst du aus? Anila. Oh, jetzt hat sie es weggemacht. Die hat gerade mega, mega lustig ihre Lefze eingeklemmt. Nila, Zähne, bleib. Hallo. Süß. Was ich sagen wollte, ich habe jetzt die ganzen Kisten zerschnitten, damit ich die dann heute Abend wahrscheinlich noch zum Papiermüll bringen kann. Wir haben ja hier leider keinen Papiermüll am Haus. Das heißt, ich muss immer ein Stückchen laufen zu solchen Containern und oder wir. Und da bringe ich das dann noch hin. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall Weihnachtsgeschenke verpacken. Und ich habe gestern mit meiner Mama telefoniert und wir haben jetzt beschlossen, dass wir nicht dorthin fahren. Und da meine Mama und meine Schwestern aber ein Weihnachtsgeschenk noch von mir bekommen, würde ich das jetzt verpacken und in ein Päckchen packen. Und dann muss das noch zur Post. Mal sehen, ob ich das heute auch noch schaffe. Also ich habe zum einen hier Papier, womit mein Freund mein Adventskalender eingepackt hat. Und dann habe ich noch Packpapier. Also dieses ganze Packpapier, was in den Bestellungen jetzt mit dabei war. Und damit ich das jetzt nicht wegschmeiße und weil das ja auch relativ groß ist und gut ist zum Verpacken, nehme ich das jetzt auch zum Verpacken und hoffe, dass ich das noch etwas hübsch anrichten kann. Jetzt hat sie sich doch hergemogelt. Und jetzt sitzt sie hier so neben mir und komplett im Weg. Wie sitzt du im Weg? Ich bin Was ist nur los mit dieser Katze? Warum, Cat? Warum? Du musst akzeptieren, dass diese Kiste nicht für dich ist. Quizfrage. Was tut man, wenn man ein Geschenk einpackt, was man aber unbedingt noch zeigen will, weil es nämlich sich um die eigenen Haustiere handelt. Natürlich, man packt es wieder aus. Und das habe ich gerade für euch getan, weil ich euch das noch gar nicht gezeigt habe. Meine Neffen bekommen nämlich ein Puzzle von den Pinselpfoten. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier das Logo nicht einblende. Ich habe jetzt keine Lust, hier mal Werbung hinzupacken. Ja, aber ich habe ein Puzzle bestellt online mit dem Motiv von meinen Viechers. Und es ist so schön und ich bin so gespannt, ob er sich freut. So, es ist jetzt schon Nachmittag. Nila ist aufgedreht und wir haben jetzt soweit schon fast alles vorbereitet. Ich werde nur noch eine Tasche packen, damit ich das nicht morgen machen muss, wenn wir dann nach Schneeberg fahren. Mit den Hunden war ich auch schon kurz draußen, aber wir gehen dann gleich noch bei meinen Eltern eine schöne Runde spazieren. Genau, wir haben jetzt noch ungefähr eine Stunde Zeit und Anila ist schon aufgedreht. Die hat schon genau gecheckt, dass irgendwas am Laufen ist, weil wir rumwuseln und nicht rumsitzen wie sonst. Weiß die schon ganz genau, irgendwas stimmt hier nicht und setzt sich dann auch mitten in den Flur, weil sie nicht vergessen werden will. Frau Unruhig? Die Abby tickelt aber auch schon rum. Abby! Große Freude. Du wirst heute Augen machen, wenn wir besuchen. Ui, das wird toll. Das ist das am besten eingepackte Geschenk. Unten ist gar kein Papier, weil es einfach zu groß ist.
So, wir sind jetzt in der Heimat. Oh, da sind sie schon. Jetzt ein feines Gedicht aufsagen. Und für Öppi, bitte, bitte. Öppi, bitte, bitte. Bye. Ja. Ich will es gar nicht. Nein, Nina, nein. Nina? Müssen wir das selber auspacken? Ja. An der Daumen. Das Profi im Auspacken. Anila. Wie, was ist denn das? Ist das Schnee? Nila, ist das Schnee? Tschu, tschu, tschu. Tschu, 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 tschu. Was ist denn das? Bibi, was ist das? Nila, nimm. Nila dreht komplett durch. Die dreht komplett durch. Was ist denn das Feines? Ach, Wursteln. Und fein. Ah, Nila. Nee, übertreiben. Nila. 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 Mach langsam. Abby, nein. Nila. Ey, man kann es auch übertreiben. Das ist meine. Nein. Wir gucken hier erstmal. Oh, guck, ein Schweineohr. Aber eins reicht, Anila. Da hat er gestern auch ganz lange gebraucht. Die Anila hat es in 5 Minuten weg. Ja. Man sieht nur einen Hügel. Mein das Kind. Na? Kuckuck. Lauft, Hunde, lauft. Abby, wie siehst denn du aus? Wie siehst denn du aus? Hä? Anila!
denn Weihnachten ist vorüber. Wir sind wieder zu Hause. Es ist Sonntag. So, mir ist gerade eingefallen, ich habe euch ja noch gar nicht gezeigt, was es zu Weihnachten gab. Das muss ich euch natürlich noch zeigen. Erstmal sehr unbefriedigend. Dieses Rubbellos hat uns komplett verarscht. Das sind nur 2 Euro. Naja, gut, egal. Das heißt nichts. So, dann Geschenke, die ich bekommen habe. Wir haben hier einmal einen wunderschönen Reiskocher, den wir jetzt fleißig zum Reiskochen verwenden werden. Ich bin schon sehr gespannt. Den muss ich demnächst mal noch auskochen, dass wir den benutzen können. Und dann werde ich mal wieder ein schönes Curry machen, dass wir den nutzen können. Ich bin schon sehr gespannt, wie der Reis macht und ob der dann besser schmeckt als der, den ich sonst koche. Dann habe ich ein Fotoalbum bekommen. Ein Urlaub für nächstes Jahr. Genau, also es wird definitiv ein Urlaub geben. Und da werde ich euch natürlich auch wieder mitnehmen und euch auch erzählen, wo es hingeht. Aber das ist alles noch nicht geplant. Das kommt später. Dann, ihr seht hier schon, was für meine kleine Sucht. Animal Crossing. Ich wollte das unbedingt haben. Bin sehr gespannt, wie es ist. Also ich habe schon angefangen, meine Insel zu bauen, jetzt über die Tage ein bisschen. Ich bin gespannt, wie lange ich da durchhalte. Ich habe das im Internet gesehen, manche machen da richtig krasse Sachen, investieren da tausende Stunden rein. Ich bin sehr gespannt, wie lange ich da durchhalte. Dann habe ich bekommen einen kleinen Fauzi. Ich muss an dir rumleckern. Die sind jetzt komplett durch. Die letzten 4 Tage waren anstrengend genug. Ne? War anstrengend genug. Wauzi. Hallo, kleines Wauzi. Warum ist eigentlich diese Pflanze hier unten? Hast du dir ein bisschen Farn geholt? Einen Palmwedel, Anila. Ja. Eine schöne Jacke bekommen. Eine gute Winterjacke. Die ist schön kuschelig. Sehr warm auf jeden Fall. Weil ich das immer nicht so mag, wenn ich ein und dieselbe Jacke fürs Gassi gehen habe und fürs, wie sagt man, für ja, zum Essen gehen oder so. Und dann hat man doch mal einen Schmutzfleck drauf, weil ich die Abby durch die Gegend trage. Das ist immer ein bisschen blöd, deswegen habe ich jetzt hier eine wunderschöne neue Jacke, die wirklich sehr warm und sehr schön ist. Oh ja, wir haben auf jeden Fall noch Masken bekommen, ganz viele. Kann man ja aktuell sehr gut gebrauchen. Die Hunde haben ordentlich viel Leckerlis bekommen und die Katzen. Also jetzt ist hier unsere Leckerli-Box wieder voll. Das muss ich mal noch ordentlich machen. Lecker Schweineohren, das habt ihr ja schon gesehen. Aber die bekommen halt nicht immer alles auf einmal. Deswegen haben wir jetzt auch einiges wieder mitgenommen. Und ich werde das dann demnächst mal wieder ordentlich reinfüllen. Aber ich erfriere hier, deswegen mache ich das jetzt nicht. Jo, genau. Und das war's im Prinzip. Und aber ich freue mich sehr. Und es waren sehr, 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 sehr schöne Geschenke. Jetzt wisst ihr Bescheid. Kommentiert mal unter dem Video, was ihr bekommen habt, beziehungsweise was euer Lieblingsgeschenk war. Ich bin sehr gespannt, was ihr so bekommen habt. Und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer Weihnachtsfest so war, was ihr gemacht habt, was ihr mit euren Hunden gemacht habt, ob ihr zu Hause gefeiert habt oder bei der Familie. Und vergesst nicht zu abonnieren, das Video zu liken, ganz wichtig. Beim nächsten Mal wieder reinzuschauen, das würde mich sehr freuen. Ich versuche jetzt auch wieder mehr Videos zu machen, beziehungsweise mir da jetzt wieder mehr Zeit für nehmen zu können. Ich werde es sehen. Und wir sehen uns dann nächste Woche, ihr Lieben. Bis dahin, alles Gute und ciao. Jetzt ihr eingeschaltet. Egal.